Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem ersten Filmquartett. Wir freuen uns sehr. Wir sind in einer Viererrunde und zwar ist die Lisa da, die Julia, der Max und der Stefan. Das Filmquartett war ja vor einiger Zeit eine Idee. Wir haben das ins Leben gerufen, um einen Dialog zu ermöglichen, Positionen darzulegen in einem Vierergespräch. Wir würden das jetzt ungefähr auf eine halbe Stunde ansetzen und nehmen uns Stück für Stück Filme raus, die wir vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, weniger kennen, ein bisschen unmittelbarer drüber sprechen können, so wie bei dem Titel heute. Oder auch mal vielleicht mal einen Klassiker, den wir revisionistisch aufarbeiten, wenn wir das so möchten. Aber uns geht es erstmal um den Film. Wie wirkt der Film auf uns? Welche Meinungen fließen rein? Und wir haben uns heute folgenden Film dafür ausgesucht. Wut im Bauch, Over the Edge, der Originaltitel von 1979, Regie Jonathan Kaplan. Und mit diesen Informationen gebe ich jetzt in die Runde. Wir öffnen das Gespräch. Erstmal vielleicht einen kleinen Handlungsumriss. Es ist ein Film, ich habe das jetzt gestern nochmal recherchiert, der kommt Ende Mai diesen Jahres, also jetzt ziemlich genau in, wenn wir es ansprechen, 2-3 Wochen, kommt er erstmalig bei Arrow Video raus, auf einer Blu-ray. Also es gibt ihn jetzt im Heimmedium noch nicht so ausgiebig, dass man sagen könnte, man hat zig Editionen davon. Es ist vielleicht jetzt ein Film, den auch noch nicht jeder kennt. Deswegen gebe ich das jetzt in die Runde. Wir umfassen den Film ein bisschen, die Handlung. Ich fange mal so an. Es gibt am Anfang den Vorspann. Da wird so ein bisschen in sozialer Kontext kurz erklärt anhand von der Texteinblendung, dass im Jahre 1978, also im Jahr bevor der Film rauskam, 110.000 Jugendliche verhaftet worden wären, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, und dass der Vandalismus in den Vereinigten Staaten zugenommen hat, gerade auch bei Jugendlichen, bei Jugendbanden. Und dass es dieses Konzept gibt, dieser Modellstadt, sage ich mal, ich glaube New Granada heißt es in dem Film, eine Modellstadt, den Begriff können wir auch nachher noch erklären, bei der nicht berücksichtigt wurde, dass über ein Viertel der Bewohner zwischen 5 und 15 Jahren ist und man sich im Kontext dieses Problems, dieses Vandalismus, dieser auch Gewaltakte bei Jugendlichen nicht die Kontrolle wohl bewahrt. Und auf diesen Konflikt spielt der Film dann hin. Es ist ein Coming-of-Age-Drama mit einigen sehr deftigen Szenen. Fühlt euch frei, das jetzt noch zu ergänzen. Na, der Film steigt dann ja zum Beispiel auch ein, dass die Kids schon einen Treffpunkt haben, das Rack. Das ist so eine gewölbte Tonne, ein komisches Gebäude, also so ein ein Container im Grunde, der auch wieder weggeräumt werden kann. Und der steht ja direkt am Rand dieses Städtchens. Also irgendwie gehört das nicht so richtig mehr dazu, hat man das Gefühl zumindest. Und das ist so der Einstieg dann in den Film, dass wir die Kids kennenlernen, die dort in dem Jugendclub abhängen quasi. Und in der Hauptrolle haben wir zwei Jungs, das ist der Carl und sein Kumpel Richie. Das sind zumindest die Hauptfiguren. Von Matt Dillon gespielt, Richie, der damals 14 Jahre alt war übrigens. Genau, und Michael Kramer als Carl und Matt Dillons erste Rolle, richtig. Und wunderbar bauchfrei. Ich weiß gar nicht, er ist der Einzige, der mit so einem bauchfreien T-Shirt gelaufen ist. Wirkte etwas verstörend, aber die haben da alle sehr viel auf ihr Äußeres Wert gelegt, was noch ein bisschen anders aussah, als wenn man vielleicht heute einen 14-, 15-Jährigen sieht. Und das Spannende daran ist ja für das, was in der Handlung dann auch kommt, nämlich die, wenn man auch sich dieses sehr reißerische Kinoplakat anguckt, Watch out for children, over the edge, und dann mit fast so roten Augen und als die Kinder als Bedrohung dargestellt, dann hat das schon eher was sehr Satirisches. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sehr wir dann wenn wir drüber reden wollen, müssen wir natürlich auch in die Handlung einsteigen und was das am Ende so das ist, was das große Finale wird, aber es ist ja letztendlich eine der Zeit angepasste Vision, die das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen überspitzt und aus einem relativ normalen Szenario, was auch durchaus glaubwürdig ist, dann in eine Überschwungshandlung umschlägt, die so vielleicht
weiß ich nicht, ob die so real vorkommt. Wie habt ihr das gefühlt? War das was, wo der Film euch irgendwann verloren habt? Oder fandet ihr das auf den Punkt, wie das sich zum Ende hin zuspitzt? Nämlich, dass aus den Kindern, die da sehr gelangweilt sind, für die irgendwie keiner bereitstellt, außer so eine Sozialhelferin, die nicht gehört werden, die nicht ihre Bowlingbahn bekommen, sondern wo halt nochmal Gewerberäume geschaffen werden in dieser Stadt, wo eh schon viel Langeweile herrscht, ohne dass sie jetzt besonders irgendwie arm sind, dass sie dann halt zu Drogen greifen, dass die Langeweile halt sie zu Sachen machen lässt, die Erwachsenen nicht wollen und dass sich dann halt auch wieder gegen die Erwachsenen kehrt. Habt ihr das als ein realistisches Szenario empfunden oder war das euch am Ende ein bisschen zu viel, wie dieser Verlauf letztendlich einschlägt? Also ich fand das schon realistisch. Diese Gewaltszenen zum Schluss, die waren halt sehr krass. Aber ich glaube, dass der Film dadurch erst wirklich das gezeigt hat, was er zeigen wollte. Diese Message, die er gesendet hat, ich glaube nicht, dass man die irgendwie anders hätte senden können. Man brauchte da wirklich so ein bisschen krassere Szenen. Und diese beispielsweise diesen Drogenkonsum, der ja dort vollkommen als was vollkommen Normales dargestellt wird, muss ich auch ehrlich sagen, das wundert mich absolut nicht, denn ich bin jetzt noch nicht so alt und es ist schon krass, wie viel Drogen auch in einer privilegierten, zivilisierten Welt konsumiert werden. Und wenn das dann dort schon bei 14-Jährigen, 13-Jährigen, noch Jüngeren passiert, in einer Umgebung, die nun mal ein bisschen prekärer ist, dann ist das ehrlich gesagt schon sehr realistisch. Und es würde mich dann tatsächlich eher wundern, wenn es nicht so wäre. Ja, danke. Ich sehe das ähnlich. Der Drogenkonsum am Anfang ist natürlich erstmal so, man guckt den Film ja fresh. Wir haben ihn unvorbereitet geguckt, auf uns wirken lassen, gestern Abend bei mir. Und ich dachte mir so, wow, okay, da sind irgendwie 13, 14 oder so. Hast du Hasch, hast du Acid, oh, Speed nehme ich gerade nicht, ich bin gerade voll auf dem Trip. Also das wird gleich als sowas Gegebenes eingeführt. Das ist ganz normal, dass die Drogen nehmen. Und dadurch, dass das auch nicht so übertrieben immer gesteigert wird und als was ja total Abgefahrenes oder total Unmögliches dargestellt wird, dass du sagst, das würde nicht irgendwie da reinpassen, sondern dass das eben als gegeben dargestellt wird, fügt sich das super in diese Handlung ein, ja. Und die Frage ist ja auch, woher kommen die Kids zu den Drogen? Eben aus dieser Langeweile. Es wird sich nicht um sie gekümmert. Ich finde auch, dass das Skript, wenn man das bis zu diesem Treffen am Schluss auch räumlich, wie sich das zuspitzt, dass die Eltern dann mal so eine Art Krisengespräch wirklich machen mit dem Bürgermeister und dem Sheriff und dass das wirklich so, ja, schon im Skript ein bisschen plakativ zugespitzt wird, so das Problem, das sind wir irgendwie alle und es muss ja irgendwie eskalieren, so wie es gerade läuft, fügt sich das schon ganz gut zusammen. Und wie du auch sagst, ich finde, es braucht diese drastischen Bilder am Schluss. Also der Film hatte auch eine schöne Steigerung. Ich hatte, also bei Coming-of-Age-Drama bin ich immer so, das muss mich schon packen. Und es gibt ja viele gute und es gibt auch einige, die finde ich eher so, ja, so ganz okay, vielleicht ein bisschen zu seicht. Aber der Film ist ja am Anfang sehr persönlich, sehr intim. Er begleitet ja auch unsere Jugendlichen, wie sie so für sich sind. Einfach durch ihren Alltag ihr Ding machen. Das ist auch sehr glaubwürdig, erstmal unbeeinflusst von den Erwachsenen, weil die sich eben auch nicht um sie kümmern, nicht so. Und die eben ihren Sinn des Lebens suchen. Und deswegen finde ich das völlig logisch und konsequent, dass am Schluss eben die Kinder so auf Krawall gebürstet sind. Das hat mich so ein bisschen an die Warriors erinnert. Das war jetzt eine andere Handlung und nochmal eine andere Altersklasse ein bisschen. Aber dass die Warriors so in ihrer eigenen Welt sind und so sind die Kinder auch am Schluss. Und doch, das fand ich schon alles sehr passend, ja auch. Der Film bedient ja da letztendlich auch den Zeitgeist und eigentlich ist es so eine self-fulfilling prophecy, weil das, was die Eltern oder die Polizei, spielt ja auch eine wichtige Rolle, glauben, was die Kinder sind für die Gesellschaft, nochmal auf den von dir zitierten Anfangstext zurückzugehen,
das ist ja am Anfang eigentlich nicht so, ne? Die haben aus Langeweile machen die ein paar Sachen, die Kinder und Jugendliche halt machen, aber sie werden da schon von Anfang an als eine gewisse Bedrohung dargestellt und das Ganze wird überspitzt und dann am Ende machen sie letztendlich das, was für was sie die Eltern oder diese Generation die ganze Zeit schon gehalten haben. Also es ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für alle, die den Film jetzt noch nicht so gesehen haben oder in Erinnerung haben, da wird dann fast schon, ja, das wirkt ein bisschen fast wie Lynchmob, was die Kinder machen, indem sie bei dieser Elternratsversammlung in der Schule das Haus da erstmal abschließen, draußen die Autos randalieren und ich hatte noch befürchtet, die fackeln den ganzen Laden am Ende noch ab. Das wäre dann vielleicht aber der eine Schritt zu weit gewesen, wo dann der Jonathan Kaplan wieder in seine Exploitation-Anfangs Jahre zurück sich versetzt hätte, aber man hält es hier dann trotzdem noch realistisch. Man hat wohl auch Angst gehabt, deswegen lag der Film ein wenig auf Halde, den gleich zu veröffentlichen, weil du hast es schon angesprochen, Stefan, der hat ja diese Bandenkriminalitätsthematik unter Jugendlichen, die in der Zeit auch im Kino und im Film gerne genommen wurde, halt mit The Warriors, The Wanderers oder auch ein paar Jahre später in The Outsiders oder auch Rumblefish, auch ja alles die letzteren Filme, die dann auch wieder direkt mit Dylan in Verbindung gebracht werden können. Und das ist dann schon ein Beispiel dafür, wie sehr das medial, glaube ich, aufgeputscht wurde. Und in dem Film sieht man halt auch an den Lösungsansätzen der Erwachsenen, der Polizei, wie schlecht ein konservatives Denken, sage ich jetzt mal, da in Bezug gewirkt hat, mit was man sich daraus erhoffte, mit welchen Maßnahmen man das wieder korrigiert. Denn zum Beispiel wollte man verhindern, als irgendwelche Investoren in der Stadt sind, dass die negativ beeindruckt werden durch die sich langweilenden und rumgammelnden Kinder. Was ist der Lösungsvorschlag? Wir schließen für diesen Tag den einzigen Jugendtreffpunkt. Naja, dass das nicht funktioniert oder wunderbar nach hinten losgeht, hätte man sich eigentlich denken können. Also ich finde, der Film zeigt wunderbar, wie schlecht oder wie eindimensional zum Teil Erwachsene auch mit dieser Situation damals umgegangen sind, auch in Form von der Polizei, also oder sagen wir mal von dem einen Polizisten, der hier sicher auch nicht ohne Grund nicht zufällig Dobermann heißt, nämlich also genau der abgerichtete Wachhund ist für Jugendliche und es wird auch in dem Film mal zwischendurch gesagt, hat er eigentlich schon jemals irgendwie einen richtigen kriminellen Ding festgemacht oder besteht sein Job eigentlich nur eine Gruppe an Halbstarken zu beaufsichtigen und da halt mal hart seine Macht raushängen zu lassen und diese richtig zu drangsalieren bis hin zu einem ganz großen Unglück, was ja dann letztendlich auch der Auslöser ist für sagen wir mal, die Rache der Kinder. Ne? Ja, ich würde da was ergänzen, weil eins, was du gesagt hast, Max, dass die Kinder so eben schon so kriminell, dass das so eine Anwirkung hat von Anfang an, finde ich gerade gar nicht. Weil ich glaube, dass der Film ganz bewusst komplett auf Ebene der Jugendlichen agiert. Also wir sind immer auf Augenhöhe mit denen. Und das, was die wahrnehmen von der restlichen Gesellschaft, ist halt einfach nur die Julia, die in dem Jugendclub arbeitet, der Polizist, Doberman. Und dann vielleicht noch die Eltern, vor allen Dingen jetzt von Carl und ein bisschen auch die Mutter von Richie. Und sonst gibt's kaum Erwachsene. Also die sind immer so unter sich und all die Dinge, die passieren, dass da eben die Whiskyflasche rumgereicht wird und Drogen, Acid und Haschisch und sowas. Die Pistole, die sie plötzlich finden, irgendwo, das wird gar nicht geklärt, wo diese beiden Mädchen die Pistole gefunden haben. Und die Häuser, die auch nicht fertig gebaut werden. Das sind so Dinge, die eben nicht erklärt werden, weil Jugendliche sich eben für Erklärungen auch nicht interessieren. Das ist so, ich glaube, das ist so Erfahrungshorizont, wenn wir uns zurückdenken, als wir 14 waren. Das hat uns nicht interessiert. Uns hat interessiert, als wir, das, was machen wir mit unseren Freunden? Und das ist auch das, was der Film erzählt.
Genau, also Julia als Freundin auf der einen Seite und Doberman als der Feind auf der anderen Seite. Und dazwischen bewegt sich denn ihr Horizont im Grunde. Und sie hängen da eben irgendwie einfach rum, versuchen ihre Zeit umzubringen. Und dass sich das so hochschaukelt, ist ja eigentlich nur, weil es dann zu dem Konflikt kommt mit Richie und Doberman. Und danach eskaliert das ja. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal genauer drauf eingehen wollen. Aber ich finde halt nicht, dass die Kids so Kriminelle sind, sondern die Gesellschaft, also die Kids sind der restlichen Gesellschaft egal, so, weil ich finde das schön als Bild, dass es einmal diese beiden Mütter gibt, die Tennis spielen oder sowas. Also mitten in diesem Ort gibt es einen ganz schicken Tennisplatz, aber es gibt halt nur diesen einen einzigen Jugendclub draußen vor der Stadt und auch nur in so einem Container drin. Also na, das ist schon so, dafür steht der Film. Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass die auf dumme Gedanken kommen einfach. Nee, ich bin, Entschuldigung, ich bin jetzt auch bald 40 und habe noch keine Kinder und sehe mich definitiv immer noch auf der Seite der Kinder und das geht auch hoffentlich nie weg. Also die Kinder sind der Gesellschaft egal, aber viele aus der Erwachsenengesellschaft sehen die Kinder schon als so Halbkriminelle mal mindestens, obwohl das ja einfach nur Symptome dieser Langeweile sind und die man eigentlich relativ leicht bekämpfen könnte und die Erwachsenengesellschaft wendet dann halt ganz falsche Mittel an und am Ende... Na, weil sie sehen sie nicht wirklich, sagen wir es mal so. Genau, und am Ende werden dann die Kinder durch das, was sie tun, ne, dieses Demolieren der Autos und Anzünden alles und durchaus auch mal mit halbscharfen Waffen auf irgendjemanden schießen, dann kommt es erst tatsächlich zu, sagen wir mal, Delikten, die man wirklich als, naja, gängiges Kriminalität bezeichnen könnte. Aber dadurch verursacht, dass sie von den Erwachsenen nicht gehört werden und sie diese self-fulfilling prophecy eintritt. Also ich bin immer auf der Seite der Kinder gewesen und wenn man aus heutiger Sicht guckt, würde man sagen, naja, wir bräuchten vielleicht mal für die Menge für Kinder nicht nur eine Sozialarbeiterin, sondern fünf und nicht nur so eine kleine Blechbüchse, sondern ein paar mehr und dann halt noch ein paar andere Angebote und schon hätte man wahrscheinlich eine ganz gut beschäftigte Jugend auch in so einem per se sehr langweiligen Dorf. Auch wenn meine Freundin gestern gesagt hat, für sie ist es immer noch kein Grund, nur weil langweilig ist. Sie ist halt auch auf einem Dorf in Sachsen aufgewachsen, Weinböhler bei Dresden. Da gab es jetzt auch nicht so viel Ablenkung. Da hat man natürlich auch sich ausgetestet. Aber so amok gelaufen seien sie nicht. Also von daher einerseits verständlich, andererseits natürlich trotzdem auch dem filmischen Willen ein wenig überspitzt. Der Lösungsansatz der Kinder. Aber es ist ja auch ganz interessant bei Teenagern. Julia, du kannst das vielleicht auch an eigener Haut einschätzen. Das ist ja ein Alter und das zeigt der Film auch in ganz vielen Szenen, auch im Zusammenhang mit Dylan oder was die alle so machen, mit der Waffe hantieren, ohne sich großartig drüber im Klaren zu sein, was passieren kann, dass man in dem Alter der Pubertät einfach in dem Sinne dumm ist, dass man überhaupt kein Einschätzungsvermögen von Risiko hat. Was ja dann mit Erfahrung und im Erwachsenenalter kommt. Ne, als Kind ist man noch nicht so in dem Sinne mächtig, weil man noch körperlich und geistig nicht so weit ist und mit seinen Fähigkeiten weiß, was man machen kann. Das hat man dann als Teenager schon, aber es fehlt dir immer noch die geistige Reife, irgendwie eine Situation einzuschätzen und was dabei passieren kann. Ne, die klauen da das Auto der Mutter, dann liefern sie sich eine Verfolgungsjagd. Es geht irgendwie alles noch ganz glimpflich aus. Aber da gibt's ja, oder die schießen mit der Waffe auf sich oder wissen nicht, dass die geladen ist, gucken auch nicht, ob sie geladen ist. Und ganz viele so eine Sachen, oder schießen mit der Waffe von der Brücke, auch wenn es nur ein Luftgewehr ist, auf dem Auto, denken über alles gar nicht nach. Von daher finde ich das sehr, sehr realistisch und gut umgesetzt. Ich würde an der Stelle ganz kurz mal reinhaken, genau, weil ich das gerade ganz treffende zwei Punkte finde, die du gesagt hast, Max. Wie du gerade angesprochen hast, die denken nicht drüber nach, die probieren sich aus, die Jugendlichen. Kombiniert mit dem, was Julia gesagt hat, ganz wichtig, der Film ist immer auf Augenhöhe der Jugendlichen. Und ich finde, das hat für mich auch so die Essenz, wie funktioniert der Film eigentlich? Die Blickwinkel, die Kamera. Es stimmt, wir sind mit der Kamera im Geschehen permanent bei den Jugendlichen. Die Jugendlichen sind die Protagonisten. Wir haben schon markante Erwachsenenfiguren, wie gesagt, der Cop Doberman, ein paar Eltern,
Das war's dann aber auch. Die Eltern nimmst du eher so als die anonyme, seltsame, befremdliche Masse doch dann eher wahr. Und viele Kinder werden in ihren Nebenrollen und in ihren kurzen, prägnanten Momenten, auch dieser mit dem blonden, lockigen Engelshahn, der dann dieses Dope vertickt, auch der hat eine prägnante Rolle, an den erinnert man sich sofort. Also was ich sagen will, ja, der Film ist auf Augenhöhe der Kinder und zeichnet dieses kindliche Milieu, dieses Jugendmilieu sehr gut nach in dieser künstlichen Stadt. Und auch die Räumlichkeit, diese Modellstadt New Granada, ganz wichtig, dieser Container, da hat auch meine Frau gestern gesagt, ja, das sieht ja aus wie so eine Blechbüchse, so, also wirklich mega plakativ, so ein hässliches Metallklotz noch auf der nicht umgrünten Wüstenfläche, ja, das ist ja so eine Wüstenstadt irgendwie. Also er hat ganz klare Orte. Du kannst die Highschool identifizieren, du kannst das Jugendzentrum, wenn man es so nennen will, identifizieren und auch diese Wohngegend, wo die sich sonst so treffen. Prägnante Orte und zwischen diesen changiert die Handlung immer so hin und her. Und auch diese offenen Ebenen, wenn sie dann draußen spazieren gehen, dann gibt es diese schönen Blicke so zwei, dreimal hinten auf diese Stadt oder wenn man es schön bezeichnen will, zumindest eindrucksvoll von der Perspektive. Du hast hinten diese künstliche Stadt, die noch im Wachsen ist, wo man aber schon merkt, obwohl die Stadt so jung ist und wenige Jahre alt ist, ist die schon marode in ihren sozialen Strukturen, weil es eben nicht funktioniert, wie ihr gesagt habt, weil die wie Werte, wie es konstruiert ist, falsch gesetzt werden. Das Jugendzentrum klein, nur eine Bedienstete. Man könnte eigentlich sagen, es ist eine pseudo-utopische Stadt für die Erwachsenen, die sich da so ihr Dreamland bauen wollten, aber völlig vergessen haben, auf die Jugendlichen einzugehen. Und dann kippt das in so eine krasse Dystopie um, weil die Jugendlichen auf einmal voll zurückschlagen. Und auf einmal wird es voll die Höllenwelt. Mit der Hölle, mit dem Brennen am Schluss, wie du auch richtig gesagt hast, Max, das überspitzt es dann zugunsten der filmischen Steigerung. Ja, also der Film ist hat diese realistischen Ansätze immer wieder, er ist glaubwürdig, er nimmt uns auf Augenhöhe mit. Deswegen muss ich den Film jetzt auch gleich Vorfazit loben. Er hat mich durchweg gepackt. Ich war immer in der Handlung involviert, also er hat mich mitgenommen. Ich war immer dabei. Und am Schluss, ja, dann geht alles in Flammen auf, so ungefähr. Dieses Poster auch am Anfang, das zeichnet ja dieses Originalposter aus Amerika, so eine Art Höllenvision. Du hast wirklich dieses eine Gesicht, wo bei dem Kind schon so ein dämonisches, amphibienartiges Auge ist. Also wirklich so eine Horrorversion. Während dieses deutsche Originalplakat dann ein bisschen vielleicht mehr auf diese soziale Geschichte hin abspielt, dieses Coming of Age, das ist ein bisschen harmloser, aber trotzdem auch mit Konflikten in den Bildern, ja. Also das waren jetzt nochmal so meine 5 Cents dazu. Wichtig eben, dass die Kamera uns immer mit diesen Kindern mitbegleitet und wie auch diese Räume dargestellt werden. Hören wir uns doch nochmal ein bisschen was von der Lisa an. Was hast du denn noch so an guten oder vielleicht auch kritischen Punkten zu dem Film zu sagen? Für mich ist dieser Film eigentlich durchweg Gesellschaftskritik. Also wirklich die ganze Zeit über. Und ich konnte mich, naja, jetzt vielleicht mit den Jugendlichen jetzt nicht wirklich identifizieren, aber es gab schon viele Parallelen, die ich aus meiner Jugend noch kenne und die ich aus meiner Arbeit mit Jugendlichen kenne, wo Erwachsene, wo die Eltern einfach mit sich beschäftigt sind, mit sich selbst beschäftigt sind, ob sie jetzt große Probleme haben oder nicht, und dann halt einfach ihre Kinder oder selbst wenn sie nicht mal mehr Eltern sind, dann die Jugend ausblenden. Und die Jugendlichen, die bauen dann ihre eigene Welt auf. Sie denken auch, diese eigene Welt ist normal. Wäre dann normal, wenn man halt mit 12 sich schon harte Drogen reinhaut und was weiß ich was. Denken halt darüber nicht nach, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt. Und die Eltern, anstatt sich dann anstatt dann mal zu reflektieren, okay, woran könnte das liegen, wird das dann einfach so aufgenommen und dann, ja, okay, gut, die sind alle kriminell oder so, was macht man jetzt? Und ich finde, es wurde so ein bisschen, der Film wurde so gestaltet, dass der in erster Linie auch für Jugendliche geschaffen wurde, dass sich genau die Jugendlichen wirklich irgendwie damit identifizieren können. Mich hat der Film enorm an dieses Projekt Druck erinnert, das ja von Funk produziert wird. Das ist ja auch so, dass wirklich die Jugendlichen im Fokus stehen und die Eltern sind eher so
sind erstmal wenige Figuren, dann sind das so die Antagonisten, die auch einfach eher so ein bisschen die Seite zeigen, bei der sich die Jugendlichen missverstanden fühlen. Jugendliche haben ja mit enorm vielen geistigen Problemen in der Pubertät zu kämpfen und so. Das ist halt alles total overwhelming, sag ich mal. Und keine Ahnung, beispielsweise bei den Eltern, sobald die irgendwie was dagegen sagen, dann ist ja erstmal sofort, oh mein Gott, und warum sind die jetzt schon wieder gegen mich? Niemand hört mir zu und sonst was. Und damit spielt ja der Film die ganze Zeit auch. Und da man sich auch so gut dann als Jugendlicher damit identifizieren kann, glaube ich auch, dass das enorm zum Nachdenken anregt, dann auch für die Jugendlichen selbst. Was ich da allerdings so ein bisschen für eine Schwierigkeit sehe, ist, wenn man jetzt als Jugendlicher in den 70er Jahren, da, ich glaube 79 kam der raus, den Film schaut, dann weiß ich schon wieder nicht so richtig, wie wird dann dieses Ende aufgenommen? Also wie wird dann das Ende von den Jugendlichen irgendwie verarbeitet? Wird dann, kommen dann Jugendlichen und sagen, okay, gut, ich konnte mich voll mit der und der Rolle identifizieren. Der Film zeigt mir, okay, man muss zum Schluss total über die Stränge schlagen. Es muss zum Schluss irgendwas richtig Krasses passieren, dass sich was ändert. Da habe ich so ein bisschen, das kann ich nicht so richtig einordnen. So, da habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Aber so diese Gesellschaftskritik, das war halt für mich so, nach 20 Minuten war für mich das klar. Also, und dann hätte es mich, also, mich hätte es gewundert, wenn dann irgendwann das irgendwie eine andere Richtung umgeschlagen hätte. Ich fand das da sehr voraussehbar. Nur ein Satz von mir und dann übergebe ich sofort an die anderen. Dieses Ende, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Wir diskutieren jetzt den Film an der Handlung und müssen auch jetzt eben in den Inhalt tief reingehen. Das Ende ist eben, dass die Kinder am Schluss in so eine Art ummodifizierten Schulbus als Knastbus weggefahren werden und man weiß gar nicht, wo die hingebracht werden, in Umerziehungslager oder in Jugendgefängnis. Also es wurde ja extrem viel zerstört und auch jemand ist dann noch gestorben, natürlich. Also es gab einen Todesfall, sodass das am Schluss ein bisschen als Ernüchterung wirkt für mich. Okay, die Kinder haben jetzt oder müssen jetzt nach wie vor ihre Lektion lernen, was ja ein bisschen kontrapunktisch zu dem eigentlich berechtigten Aufbegehren besteht, dass sich eigentlich um sie nicht gekümmert wird. Oder man sagt, es ist eine konsequente Weiterführung dieser ja nicht reflexiven Erziehungsmethoden der Erwachsenen, dass sie eigentlich es immer noch nicht schaffen, bis zum Schluss sich mit den Kindern auszusprechen, das Problem wirklich zu benennen, auch wenn es am Schluss bei dieser Rede immer wieder so angedeutet wird. Wir müssen mit unseren Kindern mehr reden. Das tut ja eigentlich keiner von uns so richtig. Das wird schon thematisiert im Skript. Aber letztlich sind am Schluss ja die Kinder eindeutig erstmal die Verbrecher und werden weggefahren. Also habe ich das wahrgenommen. Es hätte ja auch ein total apokalyptischer Schluss sein können, wie du schon gesagt hast, Max, die Kinder zünden alles an, alle Eltern sterben und die Kinder regieren am Schluss alleine und sind alleine für sich. Das ist natürlich, wäre dann sehr weit weg von der Realität. Wie habt ihr das empfunden? Also für mich war das, also ich fand überhaupt erstmal den ganzen Film sehr gut gemacht, weil das sich so anschleicht. Es gibt immer mal so Momente, wo ich auch so zusammengezuckt bin, aber dieses Inferno habe ich zum Beispiel nicht kommen sehen. Ich finde es aber gut, es ist ein filmisches Element, aber es hebt halt den Zeigefinger und sagt, naja, wollt ihr es wirklich so weit kommen lassen? Gerade auch mit dem Bus, wo die Jugendlichen drin sitzen, der die in eine Jugendstrafanstalt fährt oder sowas, das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, sie haben eine Straftat begangen, sie müssen dafür ja, weiß ich nicht, eine Konsequenz ziehen, sage ich mal. Also ich finde das schon irgendwie in Ordnung. Und es ist halt die unterschwellige Frage, soll es wirklich so weit kommen? Müssen wir nicht vorher mit den Kindern sprechen? So wie du es jetzt gerade gesagt hast, Stefan. Das muss vorher stattfinden. Das ist in dem Film halt zu weit gegangen. Aber es ist natürlich filmisch. Und ich habe nämlich da auch nochmal gelesen, dass ja im Vorfeld zum Drehbuch halt sehr stark recherchiert wurde in der Jugendkulturszene und mit vielen Jugendlichen geredet wurde, damit er so authentisch wie möglich rüberkommt, ne? Und das spürt man halt bei dem Film auch an. Er ist auf 16 mm, glaube ich, gedreht worden. Und das, für mich war dann komisch halt dieser Zwiespalt zwischen diesen dokumentarischen Elementen, dass man sehr nah an den Kids dran ist, dass man die für glaubwürdig hält und dann auf der anderen Seite eben dieses zugespitzte filmische Ende in Verbindung auch mit dieser fürchterlichen
Filmmusik. Ich weiß nicht, ob ihr die mochtet. Ich mochte die eigentlich schon, aber ich fand die einen krassen Widerspruch zu der Handlung. So diese typische 70er-Jahre-Musik. Genau, und da steckt aber in diesem Spannungsfeld steckt aber ganz viel drin. Und ich selbst würde den Film, glaube ich, mit Jugendlichen angucken, die so 14, 15 sind, aber immer nur in Verbindung mit einem anschließenden Gespräch. Also ich würde die da, glaube ich, auch eher nicht aus dem Film einfach so rausgehen lassen. Der ist schon auffühlend. Ja, ja, dem würde ich mich auch genauso anschließen. Ich finde das amüsant, dass du die Musik nicht so cool fandest, denn das war einer der wenigen Gründe, warum ich die ganze Zeit an dem Film dran geblieben bin. Weil das vollkommen meine Musikrichtung. Ich habe einfach bei jedem Lied mitgetrellert und so. Ja. Nee, die Songs waren großartig, aber die Filmmusik halt so, ja, die drunter lag. Die war nicht schlecht, aber die war ein bisschen komisch. Die hat mich gestört. Die hat mich rausgebracht ein bisschen aus der Geschichte. Das ist interessant. Ich müsste den Score nochmal explizit hören. Ich sehe das wie Lisa oder wie du eben auch, Julia. Die Songs finde ich auch ganz wichtig, weil sie eben auch dieses widerspiegeln, diese Jugendkultur. Das war damals die Musik, die total hip war, die auch die Jugendlichen gehört haben und auch in eine Musikphase, die ich persönlich halt bis heute mag, einfach aus der musikalischen, vom Stil her. Und das hat schon sehr gut gewirkt, finde ich. Da war so ein Drive, so ein Beat dahinter. Das war mitreißend und ja, die machen ja auch ihre Partys, ihre Hauspartys und da läuft die dann so im Hintergrund auch richtig schön laut, dass das passt. Score müsste ich jetzt nochmal schauen. Ganz kurz bloß noch die Recherche, die du angesprochen hast. Ich habe das auch nochmal ganz kurz parallel bei unserem Gespräch jetzt geschaut. Die Drehbuchautoren haben sich an einem Vorfall von 73 orientiert, wo irgendwie gesagt oder beschrieben wurde, der Artikel hieß Mousepacks, Kids on a Crime Spree. Das kam im San Francisco Examiner 73 und da ging es eben gerade um eine Gruppe Jugendlichen, die an so einem Landabschnitt Foster City, California war das, zu großem Vandalismus aufgerufen haben, zu großem Vandalismus geführt haben. Und das war also eine Middle-Class Plant Community. Also es war wahrscheinlich genau so eine Modellstadt. Und diese Drehbuchautoren Charles Haas und Tim Hunter haben sich genau daran orientiert, haben das eigentlich relativ exakt aufgearbeitet, bis zugegebenermaßen haben sie gesagt auf den Schluss, der dann im Stil von vielleicht auch Jonathan Kaplan, Max, der ja exploitativ als Regisseur auch ein bisschen ist, gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir noch so ein Highlight, das muss jetzt krachen. Haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass der Schluss da so eine filmische Zuspitzung ist, ne? Genau. Deswegen ist ja auch die Wahl der Blechbüchse als Jugendzentrum einerseits ein sehr schönes Bild, dass die Jugendlichen an den Rand gedrückt sind, andererseits denke ich aber auch mal produktionstechnischen Überlegungen geschuldet, weil das Ding fackeln die ja dann auch im großen Stile ab am Ende und ehe man da jetzt irgendwie in so ein richtig schönes Wohnhaus mitten in einem Wohngebiet abbrennt, da war das natürlich pyrotechnisch vom Effekt her einfacher zu meistern, das dann auch wegzubomben. Nein, aber Jonathan Kaplan hat ja nicht umsonst auch bei Roger Corman gelernt und gerade dieses Handwerk auch verstanden, was ja Corman auch oft gemacht hat. Natürlich hat er die Schiene gehabt, wo das diese reinen Unterhaltungsfilme waren, die nicht viel mit einer realistischen Handlung zu tun hatten, aber ganz oft gab es da auch so diese Mischung immer mit diesem wahren Kern. Aber trotzdem dann natürlich in gewisser Weise effektheicherig. Ich wollte nochmal zur Musik zurück. Also ich denke, dass die Musik, der Score allgemein und die Lieder, die von den Jugendlichen gehört werden, vielleicht ja auch genau diesen Kontrast darstellen sollen. Das eine ist die Langeweile pur, das andere ist irgendwie so die Flucht in die Musik. Und der hört ja vor allen Dingen, ich glaube, Cheap Trick. Und Ramones sind dabei und bei Ramones natürlich nicht von ungefähr das Lied Teenage Lobotomy. Also einfach, dass mein Argument stärken, dass da sowieso in dem Alter nicht viel nachgedacht wird. Und ich fand es eigentlich, es ist ein relativ positives Ende. Sie erwartet natürlich irgendeine Konsequenz, dass sie da weggefahren werden mit dem Bus. Wie groß die Konsequenz ist, weiß ich nicht, weil im Film sagt irgendwann mal der Polizist zu Richie hier oder zu Carl, wenn ich dich das nächste Mal festnehme und du dann 16 bist, dann geht's dir an den Kragen. Also jetzt sind sie ja geführt noch in dieser Grauzone, wo aller Eltern haften für ihre Kinder. Keine Ahnung, ob das mal bei der Art von Vergehen dann immer noch zieht. Aber für sie ist es auf jeden Fall natürlich ein Sieg, der aber mit sehr hohen Kosten verbunden ist, die natürlich der Film und das Ende dann offen halten. Deswegen würde ich das natürlich genauso sehen wie ihr.
der Film ist genau für die Zielgruppe gemacht. Ich finde ihn auch mit meinem Alter immer noch gut, aber so ganz unkommentiert gucken lassen ist dann vielleicht auch mit Nebenwirkungen verbunden. Deswegen, ja, bei einem Buch würde man wahrscheinlich vorne und hinten ran so einen kleinen Text schreiben. Beim Film sollte man dann in dem Kontext drüber reden, wie du es ja sowieso oft tust, Julia, ne? Mit deinen Klassen und Projekten, ne? Die du da hast, verbunden mit deinem Job. Ja. Ich finde, dass vielleicht können wir langsam abschließend sagen, weil wir jetzt schon schön diskutiert haben und auch so ein bisschen die Seele des Films geblickt haben. Also ich persönlich hätte bloß noch einen Wunsch. Ich fände es schön, wenn dieser Film, wenn er dann erscheint, auch vielleicht in Deutschland in einer Edition erscheint, weil ich denke, dass er doch relevant ist bis heute und ein neues Publikum finden kann oder ein interessiertes Publikum finden kann, vielleicht eben auch in so einer Edition, da gibt es ja die Möglichkeiten, dass da die entsprechenden Leute auch vielleicht mal einen Kommentar einsprechen oder einen Text dazu schreiben, dass der Film in so einer Edition erscheint und neu zugänglich gemacht wird. Das fände ich schön, weil ich fand ihn einfach sehenswert und genau, also ich würde ihm da volle Punktzahl erstmal geben. Lass euch jetzt noch ausklingend letzte Worte sagen. Also volle Punktzahl bekommt er von mir nicht, denn ich habe mich zwischendurch immer mal da erwischt, wie ich an meinem Handy gespielt habe. Das lässt er mal in Zukunft mit eurem Handy, das muss ich jetzt mal sagen hier. Das ist immer eher ein schlechtes Zeichen, wenn ich einen Film anfange zu schauen und dann so, ja, guckst mal Nachrichten durch oder so, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Okay, wir hatten das ja, wir lassen ja die offenen Positionen sehen. Ich habe mich, das freut mich, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ich ja beim letzten Gespräch mit Julia das auch hatte. Also ich muss nochmal meine Position eisern erklären. Ich bin ja wirklich ein Anti-Handy-Film-Typ. Also das hat mich im Kino schon immer aufgeregt, wenn die Leute überhaupt ein Handy kurz angemacht haben. Natürlich hat ein Film bestimmt auch Phasen, wo er vielleicht auch mal durchhängt. Kein Skript ist perfekt und der Film hat sicherlich auch Schwächen. Also ich, im Gesamtbild würde ich ihm halt volle Punktzahl geben, weil er mich absolut überzeugt hat. Und ja, okay, ich verstehe eure Meinungen, eure Position oder akzeptiere sie. Ich selber würde das nicht so machen. Ich finde, man reißt sich da bewusst immer raus. Und ich hatte das auch kurz für eine halbe Minute, dass ich kurz mal weggeguckt habe, weil irgendwas war. Und in der Zeit ist was passiert. Ich habe dann auch noch mal ganz kurz zurückgespult und ich habe wirklich in den 15, 20 Sekunden was verpasst. Also der Film ist schon auch straight und hat ein straffes Skript. Also ich wollte es bloß nochmal betonen mit dem Handy. Ja, nee, ich finde das amüsant, weil bei mir ist es ja eigentlich auch so, dass ich sage, wenn ich einen Film schaue, dann ist das Handy nicht da. Also im Kino vollkommen deiner Meinung, da raste ich sofort aus, wenn da jemand sein Handy anmacht, bin ich die böse Person, die dann die Leute dann auch immer anspricht. Dann bin ich beruhigt. Genau. Es ist halt jetzt hier dann so gewesen, deshalb kann ich das dann auch immer so gut einschätzen. Denn wenn ich dann schon als so Anti-Handy-Nutzerin bei Filmen schaue, wenn ich es dann trotzdem in der Hand nehme, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Film. Ich weiß noch nicht genau, was mit ihm nicht stimmt. Ich glaube, der ist mir einfach in manchen Stellen ein bisschen zu seicht, sage ich mal. Das liegt vielleicht daran, weil dieses Coming of Age ist ein schönes Thema, finde ich, aber es ist nicht wirklich das, was ich am liebsten schaue. So. Also ich glaube nicht, dass ich mir den Film angeschaut hätte, wenn wir jetzt den nicht besprochen hätten oder so. Vielleicht ist das irgendwie das, was mich so ein bisschen daran gestört hat. Ich fand die Gesellschaftskritik fand ich on point, ich fand den Soundtrack mega cool. Gibt wenige Sachen, die mich gestört haben, aber irgendwie diese hundertprozentige Spannung, die ich auch von einem für mich extrem guten Film erwarte, die war nicht da. Also genau, ich schließe mich mal an, einen kurzen Satz. Ich fand den Film ziemlich gut, weil ich selten wirklich alte Filme gucke und danke, dass ich ihn gucken musste, sonst wäre mir, glaube ich, entschlüpft. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe und ich mag auf jeden Fall, dass am Ende die Kinder die Autos zerstören und außer dem Polizisten keiner weiter verletzt wird. Also hier der Angriff auf das Statussymbol finde ich super, super Bild. Das war unser erstes Filmquartett zu dem Film Wut im Bauch oder auch Over the Edge, wie er im Original heißt, aus dem Jahr 1979 und bald wird er auch auf Blu-ray released sein.